Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen hier zur richtigen ersten Folge von Let's Play Atlas Reactor, ein kleines Strategie-MOBA, zu dem ich schon ein kleines Review und ein erstes Gameplay hochgeladen habe. Das ist momentan so das Spiel, was ich am meisten streame, wenn ich denn mal streame. Und es hat schon so einen kleinen Suchtfaktor, wenn man einmal drin ist. Wir spielen hier eine kleine Runde Deathmatch mit Suki, dem Champion, den ich mir frisch gekauft habe. Und Moment, wir können einen Zusatz der Stärke für die Runde. Ja, kann man machen. Ja, ist halt wie gesagt ein strategisches MOBA-Spiel. Das Gameplay erinnert sehr stark an XCOM, aber doch nicht dann so ganz kompliziert wie XCOM. Man muss schon gucken, wo wer steht, wie man wen jetzt angreifen kann. Aber eigentlich ein sehr simples Spielprinzip. Okay, hier haben wir einen Gegner stehen und wir sind hier. Das heißt, wir müssen gleich aufpassen, was wir tun. Das Spiel ist rundenbasiert. Erst hat man die grünen Fähigkeiten, dann die lilanen, gelben und dann die roten. Jetzt ist die Frage, was wir machen. Wir könnten einerseits wegspringen, was glaube ich gerade sehr sinnvoll ist. Wir jumpen einfach mal hier hin, machen dann zwar keinen Schaden, aber sind hier schon mal safe vor dem Angriff. Und dann können wir uns hier hinten um die Leute kümmern. Hier sieht man auch schon einen neuen Skin. Den Zorro-Skin. So, dann schauen wir mal und warten ab, was die anderen so tun. Man spielt 20 Runden oder wer zuerst 5 Kills hat. Und eine normale Teamaufstellung ist 2 Damage-Dealer, ein Healer und ein Tank. So, okay, der hat uns jetzt noch mitgetroffen, der Nix. Wir können jetzt aber hier gleich Schaden anrichten. Dann ist die Frage, ob wir mit der Haftbombe oder mit Bombardement angreifen. So, da wurden wir zurückgeschlagen und ich habe nur noch 30 Leben. Das ist eher suboptimal. Das heißt, ich werde auf jeden Fall angegriffen. So, wir können jetzt hier hinten nochmal Schaden machen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Und mich dann verpieseln. Und zwar nach hier hinten in den Busch, in Anführungsstrichen. Gut, der Nix hat sich unsichtbar gemacht. Hier kommt ein Angriff von uns, beziehungsweise ein Plan von uns. Okay, da wurden wir von Orion geheilt. Gut, hier ist jetzt die Frage, ob wir die noch treffen. Perfekt, wir haben beide getroffen. Das war der Plan, den ich hatte eigentlich. So, wir haben jetzt davon noch Schaden bekommen. Das heißt, wir mussten uns auf jeden Fall verziehen. Den Big Boom setze ich mal hier hin, glaube ich. Und dann verpiesel ich mich mal nach hier vorne. Und dann werde ich den Katalysator auswählen, dass ich geheilt werde. Insgesamt 3 Runden hintereinander. Denn ich habe nicht vor, jetzt schon zu sterben in der 5. Runde. Gut. Da kommen jetzt wahrscheinlich ein paar Angriffe. Wir treffen leider keinen mit dem großen Knall, außer einer bewegt sich jetzt noch hier rein. Was ich nicht glaube. Deshalb machen wir uns jetzt erstmal den Katalysator aufatmen.
Und dann werde ich mich, glaube ich, nach hier verziehen. Perfekt. Oder? Ne, ich hole mir den Healpot. Das klingt besser. Das klingt besser. Das klingt definitiv besser. Schade, den Nix treffen wir nicht mehr. Hätte ja sein können, dass wir noch treffen. Gut, da kommt die Granate geflogen. Von hier könnte halt auch ein Angriff kommen. Das ist gerade eher suboptimal. Gut, von da kommt nichts. So, da wurden wir erstmal geheilt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Schaden machen. Und mich dann nach hier verziehen. Ist jetzt zwar vielleicht nicht ganz so gut, aber anders geht's gerade nicht. Gut, den Streit passieren wir auf jeden Fall schon mal nicht. Dann werden wir nicht auch nochmal Schaden kriegen. Von da gab's nochmal Schaden. Er kriegt jetzt nochmal Schaden von mir. Schade, schade. Schade, schade, schade. Oh, jetzt ist die Frage. Wenn ich das hier reinzimmer, kriegen beide eigentlich gut Damage. Das Risiko ist halt, dass ich auch sterbe. Deshalb gehe ich mal nach hier rüber dann. Aber sollte ich noch drankommen, die Runde, sind die zwei auf jeden Fall tot. Das steht nicht außer Frage, dass sie dann tot sind. Ja, okay, vielleicht nicht. Er ist, glaube ich, weggeportet, wenn ich das richtig gesehen habe. Oh, da haben wir schon mal den Kill. Er stirbt jetzt auf jeden Fall. Nice, direkt in einer Runde zwei Abschüsse. So sollte es aussehen. So, jetzt habe ich hier meine Ulti. Sie würde ich erwischen. Oh, die spare ich mir aber, glaube ich, nochmal auf. Hier würde ich keinen Schaden machen. Hier würde ich 18 Schaden, 26. Dann krieg sie erstmal die 26 ins Gesicht und dann schlaraff ich mal hier rüber. Denn sie sollte sich, glaube ich, jetzt in die Richtung bewegen, außer sie verpisst sich. Denn um den Nix sollten die sich, glaube ich, alle kümmern können. Ich hätte ihn eh nicht angreifen können. Gut, der hat jetzt seine Ulti rausgezimmert. Das sind 60 Direktschaden sogar. So, jetzt ist die Frage, ob er nochmal Schaden kriegt oder überlebt. Er überlebt. Jetzt ist die Frage, lohnt es sich, meine Ulti zu aktivieren? Nein, natürlich nicht. Den großen Knall auch nicht. So. Verursacht bei Feinden am Standort. Kriegt er dann Schaden? Ich glaube. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay, er ist unsichtbar. Ein Heal von Orion wäre halt nicht schlecht. Okay, jetzt ist er wieder sichtbar. Nice, da kam der Heal. Ah, okay, nur direkt quasi hier an dem Aufprallort. Das heißt, er sollte, denke ich mal, sterben, wenn jetzt hier was passiert. Perfekt. So, jetzt ist die Frage, ob ich nach hier drüben meine Ulti zimmer. Weil er wird jetzt, glaube ich, sicherlich auch seine... Okay, das lohnt sich nicht so wirklich, meine Ulti. Ich gehe aber vorsichtshalber mal nach hier. Obwohl, so... Ja, okay, nach hier schaffe ich das noch mit Healpot zusammen. So, zwei Kills brauchen wir noch, dann ist die Runde gewonnen. Das freut mich sehr. Jetzt ist die Frage, ob er seine Ult aktiviert.
Okay, sie teleportet sich. Er hat seine Ulti aktiviert. Das heißt, hier in dem Bereich ist jetzt schlecht zu stehen. Gut, drei Stück aus meinem Team haben Ultis ready. Gut, das bringt jetzt erstmal nichts. Ich glaube, den großen Knall zimmer ich mal hier hin gerade. Und dann einmal nach hier drüben. Weil das sieht eigentlich wie ein guter Spot aus für die Ulti. Hier spawnt jetzt einer wieder. Und hier sind die anderen. Okay, er ist da drüben. Mit wenig Leben. Seine Ulti kommt jetzt nochmal hier. Da steht eine. Gut, da sind zwei. Perfekt, die erwische ich auch beide. Und dann geht's einmal nach hier rüber. Weil er sollte nicht so viel Schaden machen, dass er mich erwischt. Und da das Lenkraketen sind, ist alles im Butter, würde ich sagen. So. Er ist auf jeden Fall tot. Bei ihr bin ich mir nicht sicher, weil sie noch volle 150 Leben hat. Da kam die Ulti. Okay, jetzt kommt mein Dicker und meine Ulti sollten jetzt gleichzeitig kommen. Perfekt, da ist der Blackburn tot. Und da hinten wird's nix. Das heißt, hier zimmer ich einfach das drauf und gehe nach hier. Sprinte dann einen nach vorne. War jetzt unnötig, aber hier hinten sollte es auf jeden Fall machbar sein, sie zu töten. Das wäre dann auch der letzte finale Kill, den wir brauchen. Okay, ich bin langsam. Ich sollte, glaube ich, bis hier kommen. Hoffe ich. Hoffe ich. Bumm. Ah. Er hat keinen einzigen Schadenspunkt bekommen. Okay, ich sollte mich auf jeden Fall wegteleportieren von hier. Das heißt einfach nach da. Der Soldier respawnt jetzt hier. Wir müssen sie auf jeden Fall bekommen. Sie muss... Das ist, glaube ich, auf jeden Fall machbar. Nur ich muss mich jetzt wegporten. Sonst bin ich nämlich Matsche. Sonst bin ich nämlich echt Matsche. Gut, den Heal habe ich jetzt bekommen. Hier respawnt gleich einer. Okay, er hat seine Ulti gezündet. Perfekt. Und sie hat Knockback gemacht. Jetzt ist die Frage. Perfekt, ich komme genau nach hier hinten. So. Und dann einmal nach da. Er jumpt, glaube ich, irgendwo hier hin und macht dann... Ja, er jumpt hier und macht Damage. Sie sollte auf jeden Fall tot sein, wenn sie sich nicht wegteleportiert. Oder des Weiteren. Wenn das ihre Katalysatoren sind, hat sie auf jeden Fall noch den Teleport, wenn sie den nicht weggemacht hat. Das heißt, sie könnte sich wegteleportieren. Was sie natürlich gemacht hat. Das heißt, sie muss hier im Umkreis sein. Anders geht's gar nicht. Anders funktioniert das eigentlich nicht. Gut, der hat gemisst. Der Nix ist jetzt hier. Jetzt ist die Frage, zimmern wir auf gut Glück irgendwo unseren... Ich glaube, ich zimmer den einfach mal hier hin. Und... Gehe dann hier zum Nix in den Busch. Und schau mal, was da so abgeht.
Ich glaube, von Orion kommt jetzt ein Gruppenheal. Oh nein, sie steht da. Sie steht da. Und von hier treffe ich auf jeden Fall nicht. Ich wollte den erst hier in den Bereich reinsetzen. Er zimmert 100% seine Ult. Na, doch nicht. Er wird 100% seine Ult auf mich zimmern. Nice, da kam jetzt gerade ein Maxi-Heal raus. Perfekt, er ist auch fast tot. So. Jetzt ist die Frage, pumpe ich das jetzt einfach mal healen? Ich denke mal schon. Seine Ulti sollte ich auf jeden Fall überleben. Die sollte ich auf jeden Fall übernehmen. Sie könnte theoretisch nach hier hinten angreifen, zur Sicherheit. Oder... Die zwei Runden werden jetzt noch gespielt. Sie machen keinen Kill und wir gewinnen, weil wir mehr Kills haben. Okay, er steht hier drüben. Und niemand schießt in die Richtung. Leider. Aber er kriegt hier von Damage. Und ich hoffe auch von ihr. Weil wenn er von ihr noch Damage kriegt, sollte er, glaube ich, tot sein. Ja, er ist tot. GG. Bumm, den letzten Kill gemacht, Bitches. Schöne Sache. Ah, ich habe keinen GG-Boost mehr, schade. Ich habe keinen GG-Boost mehr. Das war doch mal eine gute, schnieke Runde. Direkt ein paar Missionen abgeschlossen. So ein paar. Oh, nice. So, gibt das ein Level ab? Schade, das gibt kein Level ab. Egal, dann klicken wir einfach mal auf Fortfahren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Runde von Atlas Reactor oder bei irgendeinem anderen Video. Bis dahin, euer Skilltex Games. Ciao.